des Kahnberger Kreditvereins, der lautet 3, 2, 1. Das sind die Pferde 3 aus der Spring, 2 Zanexa und 1 Lonita. Liebe Zuschauer, Sie haben aber. Das sah ich doch ganz lieb, Dankeschön an die Hannöverschen Jagdhautgläser. Simi ist die Ruhe in Person, die Musik sämtlich. Oh ja, Spring zählt jetzt zu den Angreifern. Auster Spring und Lonita. Lonita mit Auster Spring. Auster Spring jetzt an der Spitze vor Lonita. Dahinter bleibt Zanexa prominent und All in Time kommt an der Innenseite eingeflogen. Aber an der Spitze ist Auster Spring. Auster Spring auf den letzten Metern und Auster Spring kommt nach Hause. Auster Spring gewinnt vor. Dann wieder 11 Monate stille Boden trainieren. Das ist ja ein Thema, 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 das ist
dann gucken wir mal, ne, wer hier so sitzt. Ist so. Sich jetzt Colby Racer schon anfassen. Cyrus ist drittes Pferd mit Latin Girl. So geht es jetzt in den Einlauf hinein. Nightrock weiter an der Spitze. Nightrock führt in den Nether Brains. Der äußere Flügel versucht jetzt zu kommen. Colby Racer ist mit dabei. Dahinter dann auch Cyrus, dann Calibo, dann Non. Aber Nightrock weiter vorne. Nightrock wird aber jetzt wahrscheinlich gleich geschluckt. Die letzten 250 Meter. Nightrock wird kürzer. Cyrus an der Außenseite kommt jetzt stärker mit Calibo, dann Non. Calibo, dann Non und Cyrus. Cyrus in der Bahnmitte. Cyrus mit Calibo Danon, Cyrus auf der Siegerstraße, Cyrus mit Calibo Danon, Cyrus und Cyrus wird das Rennen gewinnen, Cyrus gewinnt vor Calibo Danon, dahinter dann Nightrock, Winkel, Bellboy, Mazzetti, Latin Girl. Position. Sieht man in der gerauteten Farbe die Engländerin. Carla Singapore-Joy hält sich bis jetzt sehr, sehr zurück. Am Ende des Feldes galoppiert und verändert Molifilia. Die Pferde sind im Einlauf, gehen hier wieder nach außen. Eleona mit Lafiolux. Lafiolux jetzt mit dem Kommando. Jetzt wird aber Waltraud eingesetzt. Lafiolux an der Spitze mit Waltraud ganz an der Außenseite. An der Innenseite ist Palomita. Lafiolux mit Waltraud. Waltraud geht jetzt an die Spitze. Waltraud mit dem Kommando auf den letzten 150 Metern. Waltraud fuhrt. Jetzt kommt Molifilia an der Innenseite durch. Aber Waltraud ist vorne mit Palomita. Waltraud mit Palomita. Und Waltraud wird das Rennen abgewinnt von Palomita. Und auf dem zweiten Platz vielleicht noch Singapore Joy, die sich aber sehr zurückgehalten hat. Erst am Ende besser Tritt fassen konnte.